Also wie schon gesagt, also das ist halt in verschiedene Storyabschnitte unterteilt und das ist halt ein Horror-Anime sozusagen und da ist jeder halt mal am Durchdrehen. Also einmal, ich glaube, das ist Neon oder Shion, ich weiß nicht, welche von beiden sehen, glaube ich, sehen ja beide gleich aus, keine Ahnung, wer von beiden das war, hat halt, wie gesagt, so eine Leiche ausgepeitscht und die Fingerknöchel mit Nägeln eingeschlagen. Dann der andere, da wurde der einen, ja, wurden die Fingernägel mit so einem komischen Foltergerät rausgerissen. Was war noch? Da hat Rena, also auch so ein weiblicher Charakter, so einen anderen weiblichen Charakter mit der Rückseite von so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der irgend so ein Metzgermesser halt, jetzt halt auf die Stirn geschlagen und alle halt mit der Rückseite, da wo es nicht scharf war und ihr damit halt versucht, den Schädel einzuschlagen, dann, keine Ahnung, so normale Morde, wenn man das so sagen kann, mit dem Baseballschläger Kopf eingeschlagen, Metzgermesser Kopf eingeschlagen, ja, oder einmal Rika hat sich dann halt so ein Messer gegen die Wand gestellt oder ihren Hals so lange gegengeschlagen, bis sie tot war. Ja, was war noch? Ja, solche Sachen halt, die waren halt alle ein bisschen verrückt. Kann man da, Ja, glaube ich, sagen. Animes von 6 bis 12, also höchstens. Danach ist das einfach zu kindisch, was du guckst. Ja. Ich greife mir gerade echt an den Kopf, weil du so viele Sachen guckst, echt. Da bin ich ja hier total kindlich, wenn ich so bedenke, was ich gucke hier. Mit kleinen Mädels in Fußjungen und du redest von Leuten, ja, die Leichen auspeitschen und mit Messern aufeinander einprügeln und ja, normaler Mord, Baseballschläger, Kopf eingeschlagen. Ja, wieso Das auch waren ja noch die nicht? harmlosen Sachen. Nein, also. Dann bin ich mal wieder dran, denke ich, ne? Oder dann gibt es diesen Charakter aus Belzebub. Belzebub habe ich neulich angefangen zu gucken und war dann ziemlich erbost, dass ich gemerkt habe, dass zwar Folgen 50 raus sind, aber man bloß bis Folge 38 im Internet irgendwie findet. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo was falsch sehe, dass der Anime noch nicht fertig ist, aber laut Anisearch ist seit Januar dieses Jahres nichts Neues mehr gekommen. Und es stehen halt 50 Folgen gibt es, aber plus 38 kann man gucken. Da war ich ziemlich erbost, weil ich dachte, ja, kannst du irgendwo im Internet weitergucken. Naja, zurück zum Thema. Zumindest gibt es da einen Dämonen, der zwar aussieht wie ein Mensch. Ich will jetzt nicht sagen wie ein normaler Mensch, aber humanoid ist er. Und ja, dieser Dämon ist doch irgendwie schräg drauf. Erstmal, das erste Auftauchen war schon komisch. Der Hauptcharakter ist an einem Fluss. Verprügelt dort gerade eine Menschenmenge von 20 Leuten oder was, was so halt alltäglich bei dem ist. Und plötzlich kommt da so ein alter Mann in einem weißen Tanktop und in solchen Hotpants den Fluss runtergeschwommen. Sagt oder singt dabei treiben, 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 treiben. Also nicht treiben wie im Sinne von lass es uns, sondern von treiben lassen, also der schwamm dort Hatte ich mir auf schon dem gedacht. Fluss. Also ich weiß ja nicht, ob unsere Zuhörer jetzt alle, naja, ich will jetzt nicht sagen, ja, wie drücke ich denn das am besten aus, ohne irgendeinen jetzt auf den Schlips zu drehen. Also ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Zuhörer bei uns vielleicht ein bisschen pervers denkt und deswegen bei treiben vielleicht an was anderes denkt, als eigentlich gemeint war. So. Sumaki zum Beispiel. Der Rest der Zuschauer ist natürlich in Ordnung. Ja, falls Sumaki sich das noch anhört. Hallo Sumaki. Wir denken an dich. Nein, also zumindest erstmal dieses Auftreten, wie der aussah. Vor allen Dingen, das ist so ihr Mann, den schätzt mal ein. 40, 45, vielleicht auch älter. Riesen Rotzbremse, also Schnauzbart, so einen komischen, der an den Enden gezwirbelt ist. Also sieht echt bisschen komisch aus, wie so ein alter Sack halt. Und dann die Kleidung, die so recht dürftig ist, eigentlich schon viel zu wenig dran ist. Und dann ist es ein Transportdämon, der immer seine Brust, also seinen ganzen Körper eigentlich aufspaltet und dadurch ein Dimensionstor öffnet. Und ja, weil der Hauptcharakter schon den Dämonenkönig in Haus hat und der Transportdämon, also dieser Aleidon oder wie er sich genannt hat,
auch da sein will, aber nicht im selben Haus leben möchte, ist er halt zum besten Freund des Hauptcharakters ins Haus gezogen. Und das war halt so, beim Hauptcharakter kamen die Dämonenmaid dann auch. Und die hat sich der Familie vorgestellt, ja, bitte nehmen Sie mich hier auf, ich lebe jetzt hier wegen dem Dämonenkönig, also wegen dem jungen Herrn, wie sie ihn genannt hat. Und ja, bitte passen Sie gut auf mich auf. Und alle total begeistert, oh, hübsches Mädel, unser Junge hat ein hübsches Mädel mit nach Hause gebracht. Und dann dieser ältere Herr in seinen Hotpants war dann beim Freund des Hauptcharakters auch zu Hause und war dann so, verbeugt sich und ja, bitte passen Sie gut auf mich auf und ja, ich bleib jetzt hier und natürlich der Freund des Hauptcharakters, Furichi oder so heißt er, sich natürlich beschwert, du kannst hier nicht bleiben. Ja, dann, und sowas sagst du, nachdem du solche Sachen mit mir gemacht hast. Du warst doch in mir. Weil er bis dahin schon mal im Portal drin war. Was dann natürlich schön peinlich für den Freund des Hauptcharakters war, aber naja. Und zumindest kommen immer wieder diese schwulen Momente, wo er sich an diesen Furuichi ranschmeißt und am Ende zieht er sogar ein Maid-Outfit an, also so ein Hausmädchen-Outfit und macht dann ihn auf schwul. Und dann kommt raus, dass er eigentlich schon eine Tochter hat, die richtig gut aussieht. Und das ist so. Also, ich weiß nicht, da muss bisexuell sein oder ein verkannter Schwuler oder zumindest dieser Charakter, der ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn eklig, witzig oder keine Ahnung finden soll. Der ist total verdreht. Ja. Ja. Also auf jeden Fall einer der unangenehmsten Charaktere im ganzen Anime. So, hast du noch Ja. was? Ja, dann mache ich beim nächsten weiter bei Fate Zero. Rionosuke Uryu, keine Ahnung, so oft wurde, ich glaube, da wurde der Name überhaupt schon im Anime gesagt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das ist der Meister von Caster. Wer den Anime kennt, wird ihn sicher bei meiner Ausführung, die gleich folgt, erkennen. Also der ist in unserem Haus und hat da gerade so eine ganze Familie massakriert und halt irgendwelche Runen damit dann mit deren Blut geschrieben und so, weil er halt mit den Leichen gern lustige Sachen macht. Also lustig in Anführungsstrichen. Und der zeichnet da, glaube ich, irgend so ein komisches Pentagramm oder so aus einem Buch ab. Und das ist dann zufällig dann halt so ein Siegel, womit er so ein Diener ruft. Also bei Fate Zero geht es ja darum, um den Kampf um den Heiligen Gral und jeder und die, die da mitmachen, kriegen alle so einen Diener zugeteilt, etc. Aber es ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall beschwört er dann halt so ein, also sein Diener würde ich und ihn würde ich zusammen in eine Kiste sozusagen stecken. Also er beschwört ihn dann halt und das Kind, und er hat das auch so, er hat noch so ein Kind am Leben gelassen, während er mit dem Blut von den Eltern da irgendwas gemalt hat, damit das Kind da zugucken kann. Ja, dann geht halt dieser Caster erstmal zu dem Kind hin und meint so, ja, kannst gehen. Und das freut sich dann natürlich erstmal und als es aus der Tür rausgeht, ja, wird es dann auch noch von diesem Caster zerfetzt. Und die beiden sind dann halt voll das Dream-Team, weil der Meister sozusagen den Diener voll feiert und so, wie er den getötet hat. Und ja, dieses würde ich schon auch als verrückt einstufen. Ja. Ja, dann bin ich wohl wieder dran, wa? Ja. Also, ich habe jetzt einen verrückten, naja, eher einen komplizierten Charakter, der irgendwie durch seine Komplexität doch irgendwie verrückt anmaßen lässt. Und dazu muss ich jetzt erstmal eine Spoilerwarnung aussprechen, weil, ja, weil das meiste, was an diesem Charakter verrückt ist, halt erst im Manga vorkommt und weil der Anime nicht fortgesetzt wird oder bloß durch OVAs fortgesetzt wird, die eigentlich dann gar keinen Sinn mehr ergeben, weil man Teile der Story gar nicht mitbekommen hat, wenn man den Manga nicht liest. Also zumindest versuche ich den jetzt mal ein bisschen zu erklären und ich hoffe, man kann mir folgen. Also es geht um den Anime Ergier. Wieder mal Ergier natürlich, ist so klar. Und es geht um den Charakter Akito oder Akito Wanijima oder Wanajima, egal wie man es ausspricht, Vornamen sind wichtig.
Und Akito bzw. Agito kennt man ja schon im Anime, wenn man geguckt hat. Das ist dieser nette Junge mit seiner Augenklappe. Und wenn er die Augenklappe wechselt, wechselt auch der Charakter von einem blutrünstigen Arschloch, was ständig Fax sagen muss, zu einem liebenswerten, fast schon mädchenhaften, schwulen Charakter, der auch im Laufe dieser Serie dann den Hauptcharakter Iki küsst. Ja, was ich ein bisschen witzig finde, dass der böse Charakter mit einem weichen Laut gesprochen wird, also das ist Agito mit G. Und der liebe Charakter Akito ist mit diesem harten K-Laut eben. Aber das ist bloß jetzt meine Meinung. Also der Charakter an sich schon mal schizophren. Ist auch schon mal was. Und ja, Agito ist natürlich dann der blutrünstigere von beiden und der hat im Laufe des Animes halt auch mal einen so verletzt, dass dieser von einem Kran hinunterstürzt. Im Flug wird er weiter malträtiert, dreht sich im Kreis und was entsteht? Ein schöner Wirbel, eine schöne Spirale aus Blut, die von oben nach unten reicht. War schön anzusehen, aber danach war das Opfer mehr als blutleer. Aber hat es natürlich überlebt, weil wir ja hier schön in der kinderfreundlichen Anime-Welt sind und nicht wie Beikanashis Animes in dieser komischen Halloween-artigen Welt. Also zumindest dieser blutrünstige Agito ist schon ziemlich verrückt, wenn es zu einem Kampf kommt. Auch vor allen Dingen, wie er diese Kämpfe bestreitet, der hat solche, keine Ahnung, Haifisch-zahnartigen Zähne halt. Und wenn der da immer sein komisches Lachen aufsetzt und dann auch immer so dieses ha, kriegt man schon Angst vor dem Typen. Und dann im Gegenzug halt sein schwules Ich, was dann immer, ja, guten Morgen, ich will doch bloß kuscheln. Und dann kommt raus, dass das stärkere Ich dieser Akito eigentlich ist. Und dass Akito eigentlich bloß das schwächere Ich ist, was eingesetzt wurde, weil Akito keine Lust mehr hatte, die Kämpfe zu bestreiten. Und ja. Zumindest hat Agito bzw. Akito auch noch einen Bruder, der den wie ein Haustier hält in einem Käfig und alles. Im Laufe des Animes wird er befreit, aber zumindest auch noch einen komischen Bruder, der ihn auch immer mal mit der Peitsche ein bisschen malträtiert. Immer sehr nett in der Familie, ja, zu Weihnachten, hier hast du eine frische Peitsche, probier sie doch gleich mal aus. Schon mal diese Beziehung zwischen dem damals noch Brüdern war recht komisch. Und dann geht's jetzt weiter mit dem Spoilermaterial. Denn es kommt später noch ein dritter Charakter vor. Und zwar gibt es Akito und dann noch jetzt komme ich gerade nicht auf Namen. Verdammt. Wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Gebt mir einen Moment, ich finde den Namen noch. Ich finde den. Lind. Lind hieß der dritte, glaube ich. Hoffe ich mal. Glaube ich. Verdammt. Und ja, Lind ist halt jetzt der dritte im Bunde. In diesem einen Körper haben wir also nun schon ganze drei Persönlichkeiten versammelt. Und ja, das ist halt der allerstärkste der drei Persönlichkeiten, aber er zeigt sich nicht so oft, weil er den Körper einfach zu unausgereift findet und sagt, ja, also mit diesem schwachen Körper kann ich einfach noch nichts anfangen. Der kann einfach noch nicht meine Stärke aushalten. Deswegen kommt er dann nie zum Einsatz, bis dann später eben im Manga. Selbst in den OVAs haben sie nicht mal gezeigt, glaube ich. Wenn ich mich jetzt aber auch nicht erinnern, ist auch nicht so wichtig. Zumindest jetzt haben wir einen Schizophren, der dreifach schizophren ist. Und dieser Lind ist dann auch noch, ja, übelst erwachsen an sich vom Auftreten her. Also der lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Der weiß, wie stark er ist. Und ja, der ist natürlich auch in den Kämpfen dann um einiges besser als die Vorgänger. Und ja, der ist auch schon sehr auf Frauen fixiert, sag ich mal. Also der ist ein Weiberheld. Der ist